Fitnessideen im Stundentakt bot am Sonntag der Sport- und Tanztag in den 4 Sporthallen des Harbstädter Schulzentrums sowie der Pausenhalle der dortigen Oberschule. Die Turnabteilung des Harbstädter Turnerbundes hatte den Aktionstag organisiert. Sie wollte zeigen, wie vielfältig ihre Angebote sind. Interessierte konnten sich auch selbst einreihen und mitmachen. Zu den Angeboten zählte etwa die Zumba-Fitness, mit der Alexandra Ahlers die Teilnehmer ganz schön in Bewegung brachte. Wer wollte, konnte zum Beispiel auch beim Beckenbodentraining teilnehmen oder sich zeigen lassen, wie Step-Aerobic funktioniert. Selbstverständlich war auch traditionelles Geräteturnen im Angebot. Die Turnabteilung ist mit mehr als 700 Teilnehmern die mit Abstand größte Abteilung des Harbstädter Turnerbundes.